Bauer draußen auf dem Flur müsste eine junge Frau sein, Milena Borsch oder so ähnlich. Wenn Sie sie so freundlich wären, diese Frau in den Saal zu bringen, würde sie gleich im Anschluss an ihn vorziehen als Zeugin vernehmen. Okay. So, und Sie nehmen bitte hinten Platz. Jakob, ich möchte auch wissen, wer von uns beiden die Polizeischule mal besuchen sollte, oder? Viktor, schließ doch nicht von dir auf andere. Ich hab's nicht nötig, mir irgendwelche Junkie-Aussagen einzukaufen. Nee, klar. Frau Borsch, Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Frau Borsch, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, nehme ich an. Nicht? Sonst macht man sich strafbar. Man kann aber dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage belasten müsste. Zu Drogengeschäften zum Beispiel kann man sagen, dazu sage ich nichts. Nur lügen dürfen Sie zu keiner Zeit. Frau Borsch, Milena ist Ihr Vorname, soweit weiß ich es, wenn der richtig ist. Wie alt sind Sie? 19. Und wo wohnen Sie? In der Rolfingerstraße 13 in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe nichts gelernt und bin arbeitslos. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, die kenne ich nicht, aber es ist doch die Frau von Achim, oder? Was fällt dir ein, dich hier hinzusetzen und Lügen zu verbreiten über meinen toten Mann? Ey, was hast du eigentlich für ein Problem? Ich habe dem Alten zumindest keine Scheiße erzählt. Er hat mir ein paar Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Ja, okay, wir haben einen Deal laufen. Ich habe halt Scheiße gebaut in so einem Laden. Ein bisschen Schmink und so ein Zeug mitgehen lassen. Naja, und die Bullen stressen mich jetzt halt. Und dass ich meinen Arsch retten will, ist doch wohl logisch, oder? Und mit meiner Aussage tue ich hier keinem was. Das hoffe ich. Und lassen Sie sich bitte nicht beeinflussen von Frau Bessler, sofern Sie die Wahrheit sagen. Der Jakob Steiner, der da hinten sitzt, hat eben erzählt, dass Sie ihm erzählt hätten, dass Achim Bessler in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll. Was wissen Sie jetzt darüber? Naja, Achim war halt sehr geschickt gewesen. Er hat halt Kohle dafür kassiert, damit er den Mund hält, wenn ein Deal läuft. Und die wichtigen Leute hat er halt vor Razzien geschützt. Und als Gegenleistung hat er halt Zeug für den Eigenbedarf und eine kleine Finanzspritze bekommen. Also wir reden von Bestechlichkeit jetzt erstmal. Ja, Achim war halt in der Szene ziemlich bekannt gewesen. Und alle haben halt auch dicht gehalten, weil ja auch alle was davon hatten. Am Anfang hat er immer seine Pilzchen, Amphetamine und so ein Zeug bekommen. War wohl ein harter Job, den er da gemacht hat. Da hat er wohl was gebraucht, um wieder besser drauf zu kommen. Naja, und die Kohle, die Drogenbosse ihm bezahlt haben, die haben dir deutlich wehgetan. Im Grunde genommen hat der Bulle sich ganz schön verarschen lassen. Der hätte viel mehr Kohle kassieren können. Das ist doch das Allerletzte, was du da sagst. Auf keinen Fall. Er ist nie korrupt gewesen, nie. Er hat das überhaupt nicht nötig und mit Drogen hat er erst recht nichts zu tun gehabt. Er war Polizist und das auch von der ganzen Einstellung her. Ja, wir hatten vielleicht Schulden mit dem Hausbau, aber er hätte sowas nie gemacht. Weiß ich nicht, aber was du hier erzählst, ich bin sein Partner gewesen. Ey, pass Katrin, auf, ich hätte dir jetzt gesagt, du willst dich doch hier nur aus der Scheiße holen. Frau Borsch, haben Sie Achim Bessler persönlich gekannt? Achim kannte jeder. Er war ja auch echt nett. Naja, ich bin seit 3 Jahren ungefähr bin ich drauf und seitdem kenne ich ihn auch. Und naja, irgendwann war ich halt mal abgebrannt gewesen. Die lügt nicht. Und er hatte noch Zeug gehabt. Und als Gegenleistung dafür habe ich es ihm halt besorgt. Was? Jetzt lüg nicht so. Er würde sowas nie machen. Was hat Jakob dir bezahlt, um sowas zu sagen? 500 Euro? 1000 Euro? Ha? Das ist nicht Achim. Frau Bessler, Sie werden leider nicht die Erste, die sich sehr täuscht in einem Menschen, den sie geglaubt hat, zu kennen. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, Frau Borsch, ob Sie den Nebenkläger kennen. Haben Sie den schon mal gesehen? Ja, er war immer mit Achim unterwegs. Aber der hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun gehabt, oder? Ey Mädchen, pass auf, was du sagst. Er muss davon gewusst haben. Was ist denn jetzt los? Ich denke, ich soll nur das sagen, was ich auch weiß. Richtig, Frau Borsch und Herr Steiner, Sie wissen ganz genau, dass man da nicht dazwischen geht. Frau Richterin, Viktor und Achim sind ein Team gewesen. Ja. Die haben immer eng zusammengearbeitet. Es kann überhaupt nicht sein, dass Achim Drogengeschäfte macht, ohne dass Viktor was davon weiß. Das geht überhaupt nicht. Was ich mir natürlich vorstellen kann, dass nur Achim in der Szene aufgetaucht ist und Viktor sich immer schön im Hintergrund gehalten hat und nur die Kohle kassiert hat. Das traue ich ihm zu. Also ich bleibe bei meiner Aussage. Der hat von der ganzen Sache nichts gewusst. Viktor, wen hast du denn jetzt inzwischen für deine krummen Geschäfte gewinnen können? Hey. Der Busch, den Leute? Sag komm, mal, sag, jetzt komm, mal Butter bei der Fische jetzt. Ich lass mich doch hier. So, Korruption auch noch oder was? Warum sitzen wir denn hier? Wir sitzen hier, weil ich angeschossen wurde. Das ist völlig richtig, Herr Eck. Aber haben Sie gewusst, dass Ihr Kollege Achim Bessler bestechlich ist? Hab ich nicht. Also ich habe davon nichts gemerkt.
Das tut mir leid, wir sind... Ich bin entsetzt, also... Ich kann dazu nichts sagen, ich wusste es nicht. Frau Richterin, was Sie mit diesen Informationen anfangen, das bleibt Ihnen überlassen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Drogenbosse Viktor einen Denkzettel verpassen wollen. Vielleicht wollen Sie ihn auch nur zum Schweigen bringen oder dazu bringen, dass er weiter für Sie arbeitet. Ich weiß nicht. Und jetzt lässt er die arme Witwe dafür bluten. Typisch Viktor. Ich kann nur eins sagen. Viktor, du bist eine Schande für die Familie. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Und wenn Sie mich jetzt erübrigen könnten, dann würde ich den Saal gerne verlassen. Ich muss mich mal dringend telefonieren. Sie können natürlich jederzeit den Saal verlassen, Herr Steiner. Ich weiß ja, wie ich Sie erreichen kann. Okay. Wollen wir danach eine Kugel Eis essen gehen? Schoko? Vanille? Schoko. Schoko. Opa, wie lange dauert das noch? Anna, Mann, Schatz, es dauert nicht mehr lange. Kleinen Moment noch, dann können wir nach Hause fahren, okay? Und der Papa? Du, der muss drin noch ein paar Fragen beantworten. Das dauert noch ein bisschen. Darf ich zu Ihnen hin? Nee, bleib mal schön hier. Pass auf, du, der Opa geht jetzt eben ganz kurz ans Auto. Ich muss ein paar Sachen holen. Ich bin aber gleich wieder da, okay? Darf ich mit? Ach, weißt du, bleib doch hier bei der Steffi und hör noch ein paar Kassetten. Das machst du doch so gerne, ne? Bis gleich, du. Na komm, da hören wir noch ein paar. Zeig mal, was wir mit haben. Magst du TKKG hören? Nee. Vielleicht ist ja noch einer im Kassettenrekorder drin. Warte mal. Ich hör mal rein. Oh. Hanna? Was ist denn das für eine Kassette? Da spricht ja deine Mama. Woher hast denn du die? Hast du Mama gesehen oder mit ihr gesprochen? Ist das, nein. Hast du sie von ihr? Nein. Von wem hast du die Kassette? Das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Also Frau Bessler, ich frage mich jetzt wirklich, ob Sie das heute erst in der Verhandlung erfahren haben, was Ihrem Mann hier zur Last gelegt wird. Diese ganze Drogenkarriere und alles, was damit zu tun hat, das müssten Sie doch als Ehefrau vielleicht schon mitbekommen haben. Und vielleicht ging es bei dieser Tat da gar nicht darum, ihn verantwortlich zu machen für den Tod Ihres Mannes. Kleinen Moment, bitte. Wer sind Sie? Hey. Ist was mit Hanna? Na? Nein, nicht wirklich. Ich bin die Tagesmutter von Hanna. Steffi Brück. Und wir haben draußen, um uns die Zeit zu überbrücken, ein wenig Kassette gehört. Und da war eine Kassette dabei, da hat Hannas Mutter gesprochen. Wie bitte? Dann möchte ich die Kassette bitte hören. Und das ist auch keine gewöhnliche Aufnahme oder eine alte, denn sie hat von Hannas Geburtstag geredet und der war erst vor 5 Wochen. Spiele ich einfach mal, wo drücke ich da drauf? Auf den blauen Knopf. Auf den blauen. Und spiel einfach ein Stück mal vor. Gut. Hallo Hanna, mein kleiner Schatz. Heute ist dein 7. Geburtstag. Du wirst so groß und ich kann nicht dabei sein und mit dir feiern. Aber bitte sei nicht traurig, die Mami denkt ganz doll an dich. Und ich verspreche dir, dass wir deinen Geburtstag bald nachfeiern. Wenn ich wieder bei dir sein kann, tun wir einfach so, als wäre dann nochmal dein Geburtstag, ja? Und dann mache ich deinen Lieblingskuchen. Und du kannst alle deine Freunde einladen, so viel du magst. Ich hoffe, der Papi hat dir auch einen großen Geburtstagskuchen gebacken und ihr feiert dann alle zusammen zu Hause. Versprich mir, dass du nicht traurig bist, denn am Geburtstag darf man nicht traurig sein. Ja, meine Große? Die Mami drückt dich ganz doll. Heck, ist das Ihre Frau? Das ist die Stimme meiner Frau, ja. Anna. Die Mama, ne? Wollen wir beide über diese Kassette von der Mama mal sprechen? Ja? Vielleicht hilft dir. Ja? Okay. Noch Fragen? Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Noch Fragen an die Zeugin Borsch? Nein, unvereidigt. Hanna, nimm einfach mal auf diesem Stuhl Platz da, weißt du? Setzt du dich erstmal da hin. So. Hanna, da würde ich dir ein paar Fragen stellen. Ja? Und du weißt ja, dass es so im Leben so ist, dass man nicht lügen darf, oder? Haben dir deine Eltern immer gesagt. Das ist bei uns ja genauso. Hanna, wie alt bist du denn? 7. 7. Und du gehst mit Sicherheit in die Schule? Ja. Welche Klasse? In die erste. In die erste. Und dein Nachname ist Eck, wie dein Vater. Und du wohnst bei deinem Vater? Ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Ihre Tochter nicht. Hanna, du sitzt mir zu weit weg da unten. Guck mal, du kannst hier durchkommen. Guck mal, da ist so eine kleine Tür. Ja, dann kommst du zu mir hoch. Und hier oben machen wir dir Platz. Guck mal hier. Wenn du dich hier hinsetzt, guck mal hier, kommst du da rein? Ja. Dann sind wir nicht so weit auseinander. Guck mal, wir haben uns ja diese Kassette eben angehört. Und das ist die Stimme deiner Mama. Ja, richtig?
Hat dir deine Mama die Kassette geschickt? Nein. Hat sie dir dein Papa gegeben? Der durfte das nicht wissen. Ach so, der durfte das nicht wissen, ja. Wer durfte das denn wissen? Darf ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass du das sagen darfst, Hanna. Weißt du, keiner ist böse, wenn du das uns jetzt erzählst. Weißt du, der Papa macht sich ja auch Sorgen um deine Mama. Wir wollen doch wissen, ob es ihr gut geht. Willst du uns nicht sagen, wer dir diese Kassette gegeben hat? Wenn du was weißt, dann sag es. Das ist okay. Vom Opa. Jede Woche eine. Jede Woche eine? Von deinem Opa? Viktor, was macht Hanna hier? Steffi, müsste die Kleine jetzt auch nur in diese ganze Sache hier mit reinziehen? Ja, das weiß ich doch nicht. Von dir möchte ich auch gerne mal ein paar Fragen beantwortet haben. Ey. Das kann doch wohl nicht sein, dass die Kleine hier noch mit reingezogen wird. Ich finde das nicht gut. Ich finde es im Moment auch nicht gut. Was hier abläuft, lass dich nicht beeinflussen, Hanna. Mama! Susanne? Oh, mein Schatz! Mein Schatz, komm her, ich hab so lange auf dich gewartet. Ich spreche dir, die Mami lässt dich nicht mehr allein, okay? Jetzt musst du nur mal ganz kurz warten, noch mal, glaube ich. Frau Brück, bringen Sie bitte mal die Hanna wieder nach draußen. Ich möchte aber bei Mama bleiben. Das glaube ich dir. Aber im Moment, du kennst doch die Frau Brück. Könnt ihr noch mal draußen warten im Moment? Ja, kurz mit der die Mama kommt gleich raus. Ja? Ja? Die Mami kommt gleich nach. 60 TV 1 unter 60 unbeeidigt. Frau Eck, dann darf ich Sie gleich bitten, vielen Dank, Herr Bauer, hier vorne Platz zu nehmen. Frau Eck, ja, hier, gern. Auf diesem Stuhl. Frau Eck, ich werde Sie jetzt als Zeugin vernehmen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Ja. Und zur Wahrheit gehört Vollständigkeit. Man kann aber dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Eck, Susanne ist Ihr Vorname. Wie alt sind Sie? 28. Und wo wohnen Sie jetzt? In Koblenz, Steiner Straße 12. Aber im Moment im Krankenhaus, auch in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Hotelkauffrau, aber ich habe meinen Job verloren. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein, aber wir sind gute Freundinnen. Susanne, aber wieso im Krankenhaus? Was? Viktor, ich erkläre dir alles später, okay? Krank, oder was ist denn passiert? Also, Frau Eck, was auch immer. Also, Sie haben mit Sicherheit eine Menge Ihrer Familie zu erklären. Aber später in aller Ruhe. Jetzt nur im Moment geht es hier ja um eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber hier ist Ihre Freundin angeklagt, auf ihren Ehemann hier geschossen zu haben, weil sie vermutet, so die Staatsanwaltschaft jedenfalls, dass ihr Mann ihren Ehemann erschossen habe. Ja, und sie soll dann auf die Schiene. Ich weiß Bescheid. Also wir sind ja gute Freundinnen. Auf jeden Fall waren wir gute Freundinnen, bevor ich weggegangen bin. Aber ich kann mir auch nicht erklären, was sie geritten hat, dass sie sowas macht, dass sie Viktor ins Bein schießt. Also eins weiß ich, dass sie ihm Unrecht tut, das ist klar. Aber warum sind Sie da so sicher, dass sie es gewesen ist? Ich weiß das von meinem Vater. Der hat mir erzählt, dass alle, also viele auf jeden Fall, und ganz weit vorne ist sie, der Meinung sind, dass Viktor Achim beim letzten Einsatz umgebracht hat. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Susanne, wach endlich auf! Viktor und Achim haben gemeinsame Sache gemacht. Viktor hat sich ein bisschen Geld nebenbei verdient. Mit Drogenverkauf, wo dann du bald gestorben wärst. Papa, kann doch ich nicht sag's, sein. Ich sag's dir jetzt noch einmal aller Deutlichkeit. Viktor hat von nichts etwas gewusst. Er hat nicht gewusst, dass Achim sich hat kaufen lassen. Aber Frau Eck, Sie haben davon gewusst. Sie haben von Achim Besslers, ich will mal sagen, zweitem Standbein gewusst. Ja. Ja, aber bitte, Susanne, erklär doch mal. Ich verstehe das alles nicht. Ja, also als wir uns getrennt haben, war ich halt völlig allein mit der Kleinen. Ich war völlig überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht normal. Also ich konnte mit der Situation auf jeden Fall nicht umgehen. Ich bin dann zu unserem Freund Achim gegangen. Ich meine, den kennen wir ja beide, kannten ihn ja beide. Und er hat auf jeden Fall versucht, ganz objektiv die Sache zu sehen und mir zu helfen, unter die Arme zu greifen. Und ich bin einfach. Also sind Sie zu Achim Bessler und er hat Ihnen geholfen, oder wie? Ja, also wie gesagt, ich habe mir halt helfen lassen von Achim und dann eines. Womit? Womit haben Sie sich helfen lassen? Ja, er kam dann irgendwann mit so einer
kleine Pille, also ein Amphetamine, ein Glücklichmacher. Ja, es hat halt gesagt, ja, er nimmt das selber ab und zu, das macht gar nichts, das hilft einem, das putscht ein bisschen auf und das hat ja auch geklappt. Aber irgendwann musste ich dann halt auch verstehen, dass das Selbstbetrug ist. Also das ging so lange, bis er dann gemerkt hat, dass ich das irgendwie offensichtlich nicht mehr ganz unter Kontrolle habe. Ich habe also mehr gebraucht, ich war unerträglicher geworden, tagsüber habe meinen Alltag nicht mehr hingekriegt. Er hat das alles von außen beobachtet und hat dann für sich entschlossen, dass er mir nichts mehr gibt. Hat einfach den Hahn zugedreht. Ja, und Ihre Familie hat von Ihrer Sucht nichts mitbekommen? Nee. Naja, also es hat ja bei mir selber ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass ich süchtig bin in diesem Sinne. Also irgendwann musste ich das schon einsehen, als dann so der ganz normale Tagesablauf eben nicht mehr geklappt hat. Und ja, ich habe sogar 2-3 Mal vergessen, meine Tochter abzuholen von der Schule. Ja. Dann habe ich also beschlossen, die Kleine zu ihm zu bringen und ja. Ja, aber selbst da, ich hätte dir doch geholfen. Du hättest doch einfach mal mit mir reden können. Einfach nur mal reden. Nein, das haben wir doch sonst auch immer gemacht. Ja, sonst immer. Weißt doch, wie das war die letzte Zeit. Da ging doch gar nichts. Außerdem hatte ich große Angst, dass ich das Sorgerecht dann noch verliere. Und wenn du damit rausgehst und das... Aber Frau Eck, Ihr Vater wusste ja von Ihrer Sucht. Seit wann? Ja, der wusste Bescheid. Natürlich auch erst relativ spät. Also es war die letzte Zeit nicht einfach mit ihm. Also hat halt... ja, immer schon in meiner Ehe rumgebohrt und hat Viktor nie gern gesehen an meiner Seite. Und ich habe mich dann entschlossen, hinzugehen und ihm das zu erzählen. Herr Steiner, Sie haben also gewusst, wo Ihre Tochter steckt die ganze Zeit? Ja, sie hat sich nach ein paar Wochen, nachdem sie verschwunden hat, bei mir gemeldet. Ich meine, unser Verhältnis war in letzter Zeit nicht immer das Beste, aber sie ist meine Tochter. Und wenn Not am Mann ist, dann bin ich natürlich für sie da. Ich muss dir allerdings versprechen, niemandem was zu sagen. Und Viktor natürlich auch nicht. Ja, ist klar, das fällt dir am leichtesten. Frau Eck, zum Teil ja, zum Teil nein. Machen Sie an sich wieder einen etwas gefestigteren Eindruck jetzt. Geht es Ihnen jetzt besser? Ja, also das muss ich schon sagen. Es geht mir besser, seit ich in der Gruppe bin, in der Therapie. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber den Eindruck habe ich auch. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, was ich will. Ich will meine kleine Familie. Ich will Viktor zurück, ich will meine Tochter und ich will diese Drogengeschichte nicht sehen. Frau Eck, wie kommt es dazu, dass Sie hierher gekommen sind? Ja, also ich war bis eben gerade noch in einem Café hier gegenüber, weil ich halt da sein wollte, ohne dass ich wirklich da bin. Ich wollte meine Tochter zumindest durch die Scheibe mal gesehen haben. Und naja, da kam halt Papa wieder an, hat mir wieder erzählt und ja, und Viktor und fing dann an, auf ihn wieder rumzuhacken. Und da habe ich schon gemerkt, also ja, hier ist doch eigentlich mal ein guter Moment, dass ich das, was ich halt in der Gruppe... Was man theoretisch zu Ihnen sagt, Verantwortung zu übernehmen jetzt. Genau, das halt dann auch mal zu machen. Und ich bin hier so ein bisschen am Fliegen, auch innerlich. Vielleicht das merke das. Ich. Und Achim hat... Hat Ihr Mann etwas gewusst, dass Achim? Also ich weiß, dass es Achim völlig gegen den Strich ging. Und es ging ihm auf jeden Fall nicht gut damit, dass er ihn hintergangen hat. Und das weiß ich auf jeden Fall, dass er große Schwierigkeiten damit hatte. Und? Was ist mit mir? Das ist alles eine große Lüge gewesen. Ich kenne diesen Mann nicht einmal. Er ist tot und all diese ganzen Sachen, ich komme damit. Er hat dich wirklich geliebt. Das weißt du doch. Er wollte aussteigen. Ja, aber... Ich weiß das, er wollte aber das für ist euch. Aber es ist nicht draus geworden. Er hat es nicht getan. Und was ist jetzt die ganze Wut, die ich gehabt habe? Auf Viktor. Bessler. Bessler, wollen Sie Ihre Aussage von vorhin noch was dazu fügen? Ich habe Viktor angeschossen. Aber nur, weil ich gedacht habe, dass es mir dann auch besser geht. Aber das tut es nicht. Viktor, gib zu, dass du ihn umgebracht hast. Bitte, es wird mir helfen. Katrin.
habe Achim nie erschossen. Ich will hier keinen Namen nennen, ja, aber ich kenne auch keinen. Aber ich kann nur so viel sagen, ich weiß mittlerweile, warum man Achim umgenietet hat. Warum? Naja, er wollte aussteigen und deswegen ist er in der Szene unbequem geworden. Deswegen wollte man ihn loswerden. Aber warum, wieso, weshalb und wo, weiß ich alles eigentlich auch gar nicht. Ich kann dir nur eins sagen, er hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun und wusste von nichts, von gar nichts. Spricht man irgendwo in der Szene drüber, warum Achim Bessler halt sterben muss? Ja, weil er halt aussteigen wollte. Er war Gefahr für diese Drogenbosse geworden. Und die haben sich dann natürlich damit gebrüstet. Sie fanden das ganz geil, einen Bullen umgenietet zu haben und dass ihm keiner nachkommen konnte und ihnen das beweisen konnte. Frau Bessler, was haben Sie mit Ihrer Pistole gemacht? Ja, die habe ich in den Rhein geschmissen. Noch Fragen an die Zeugin Eck? Danke, nein, Frau Vorsitzende. Bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Frau Eck. Noch Anträge? Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, der Verdacht ist nicht ausgeräumt. Da steht noch im Raum, dass hier eine Hinrichtung stattfinden sollte. So war das Ganze inszeniert, mit verbundenen Augen an die Wand gestellt. Das Motiv Selbstjustiz, ihn verantwortlich machen für den Tod ihres Mannes, liegt ganz klar nach wie vor auf dem Tisch. Es war nicht Gegenstand der Anklage. Entsprechend kann auch nur verurteilt werden wegen der Freiheitsberaubung, die sie begangen hat. Sie hat das Herz eingeräumt, sie hat ihn gefesselt. Und wegen der schweren Körperverletzung, die hat sie ihm zugefügt. Sein Bein wird auf Dauer steif bleiben. Und ich halte da eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren durchaus für Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch. Hohes Gericht, meine Mandantin ist physisch und psychisch am Wrack. Sie leidet unter dem Tod ihres Mannes. Und sie hat eine Tat begangen, die sie letztendlich hier in der Hauptverhandlung gestanden hat. Sie zeigt Reue. Und ich meine, das Gericht ist in der Lage, hier ein faires und mildes Urteil zu finden, dass ich Ihnen das Ermessen des Gerichts stelle. Herr Eck, als Nebenkläger können Sie einen Antrag stellen. Also ich muss sagen, dass Sie tun mir leid. Und der Verlust von Ihrem Mann ist natürlich schwer, aber sie wird nicht drum rumkommen, dafür bestraft zu werden. Sie haben das letzte Wort, Frau Bessler. Es tut mir so leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Und sie trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Nebenklägers. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Die Staatsanwaltschaft hat es angesprochen, es ist ein wahnsinniges Problem, wenn man hier einfach zur Selbstjustiz greift. Und die Schilderung dieses Falles hat doch ganz klar gezeigt, Frau Bessler, wie kommt man dazu? Man hat selber so eine Vermutung und dann gerade bei der Selbstjustiz, man steigert sich in eine Geschichte rein, wird von anderen unterstützt, die auch irgendwo meinen, ja, dieses Ermittlungsverfahren, nein, das konnte man so nicht einstellen. Und plötzlich, das wird eine ganz einseitige Sache. Und Sie haben noch etwas gesagt, ja, Sie hatten gedacht, danach fühlten sie sich besser. Aber sie haben es gemerkt, man fühlt sich nicht danach besser, dass man zur Selbstjustiz greift. Ich glaube Ihnen nur in einem, dass Sie nicht gewollt haben, dass er hier das Knie, dass es auf Dauer steif bleibt, in der Schussrichtung zunächst einmal, war die in den Oberschenkel und Sie sind eine gute Schützin. Deshalb Bewährung, allerdings 2 Jahre und mit einer besonderen Auflage, Sozialdienst zu machen. Das werde ich Ihnen im Einzelnen sagen. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Berufung der Revision einzulegen binnen einer Woche. Ab heute, Ihr Verteidiger wird Sie beraten. Die Verhandlung ist geschlossen.